Tag, musikmachen.de hier, ich bin der Ralf und heute habe ich hier Hagström-Gitarren aus Schweden. Und zwar Metropolis, Modell C ist dieses hier und Modell S ist das hier. Die sind jetzt erstmal mehr oder weniger identisch, unterscheiden sich eigentlich nur in einer kleinen Farbe und aber auch in den Pickups, diese hier mit Humbuckern und diese hier mit Single Coils. Da komme ich dann auch gleich nochmal drauf. Ansonsten ist es so, dass Hagström, die es übrigens schon seit den 60er Jahren gibt und die jetzt gerade wieder so ein Revival haben, die setzen sehr auf alternative Hölzer. So ist zum Beispiel der Korpus von diesen Gitarren aus Empress. Das ist ein sehr schnell wachsendes Holz, was aus Fernost kommt und so auch gar keine langen Wege hat, um dann in China zu einer Gitarre verarbeitet zu werden. Das Griffbrett ist dann wiederum aus Resinator. Das ist im Prinzip ein Laminat aus finnischer Birke. Und klingt ganz gut auch. Jetzt gibt es hier sonst ein weiteres noch das Tune-O-Matic Stop-Tail Bridge. Dann gibt es jetzt hier diese beiden Single-Coil-Pickups bei dieser Gitarre. Die nennen sich S-Bin. Und dann hier noch Hausmarke Mechaniken. Ein schöner flacher Hals. Hagström hat in den 60ern damit geworben, den schnellsten Hals der Welt zu haben. Ob das noch so ist, weiß ich jetzt nicht. Aber lässt sich auf jeden Fall alles sehr, sehr schön leicht bespielen. Und wie es dann klingt, hören wir jetzt. Also das erinnert schon sehr an Fender Strat.